Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es mal wieder für euch ein paar Einblicke in einen Potluck. Diesmal nenne ich ihn aber nicht Rohkost-Potluck, sondern Vitalkost-Potluck. Es gab einige Anfragen, muss der Potluck 100% Rohkost sein oder kann es auch vegan sein? Also erhitzte Pflanzenkost, habe ich gesagt. 100% Rohkost ist kein Muss, aber pflanzlich ist auf alle Fälle die Bedingung. Und so ist es für mich jetzt ein Vitalkost-Potluck. Und eine Vitalkost ist für mich eine hochenergetische pflanzliche Kost mit einem hohen Frischkostanteil. Diejenigen von euch, die mich schon länger verfolgen, wissen ja, dass ich seit ein paar Jahren die schleimfreie Heilkost nach An und Ehre praktiziere und nach ca. 6 Jahren Rohkost wieder gedämpftes Gemüse integriert habe. Ich esse nicht jeden Tag gedämpft, also mein Fokus liegt wirklich auf Rohkost und im Sommer esse ich auch fast nur Rohkost, aber gerade jetzt in den kühleren Jahreszeiten oder gerade jetzt im Winter, da gibt es vieles an regionalem Gemüse, auch Wurzelgemüse oder Kürbis und das kann man sich wunderbar dämpfen und dazu gibt es immer eine große Portion Salat und vor allem Sprossen. Ihr seht es hier schon an meiner einen Seite, viel Mikrogrün und Sprossen und damit komme ich eben auch gut durch den Winter. Und in den letzten oder in den 6 Jahren Rohkost habe ich auch viel zubereitet, viele Rezepte. Und jetzt mit der schleimfreien Heilkost esse ich viel, viel einfacher. Es gibt eine Monomahlzeit Früchte, dann gibt es ein gedämpftes Gemüse und ganz viel Salat. Und ich brauche da nicht unbedingt ein extra Dressing oder muss mir groß irgendwas anderes zubereiten. Das ist eine recht einfache Kost. Zu den Menschen, mit denen ich diesen Potluck zelebriert habe, diesen Vitalkost-Potluck, möchte ich noch sagen, das sind alles Menschen, die ich seit 2015 auf unserem Rohkost-Potluck in Leipzig kennengelernt habe. Da haben sich schöne Freundschaften entwickelt und wir treffen uns regelmäßig zum Potluck in einem kleineren oder größeren Kreis. Und interessanterweise sind das alles Menschen, die bezüglich der C-Thematik, ihr wisst, was ich meine, ich möchte das jetzt hier nicht unbedingt aussprechen, die da auch alle sehr kritisch sind. Es ist nicht so, oder was man immer wieder hört, dass gerade in der jetzigen Zeit, das ist eine sehr herausfordernde Zeit, dass da so ein Riss, ein Spalt geht durch Familien und Freundschaften. Und das kann ich persönlich überhaupt nicht für mich bestätigen. Also in meinem Freundeskreis sind die meisten kritisch bis sehr, sehr kritisch, was die aktuelle C-Thematik angeht. Und wir versuchen uns dann auch bei solchen Treffen auszutauschen, Mut zuzusprechen und zu vernetzen und füreinander da zu sein und uns einfach Kraft zu geben durch diese herausfordernden, schwierigen Zeiten zu bringen. Jetzt folgt für euch ein Einblick in unseren wunderbaren Vitalkost-Potluck. Ich gehe mit meiner Kamera über die verschiedenen Speisen und ihr bekommt dann auch ungefähr immer das Rezept oder die Zutaten dieser Speisen und da könnt ihr euch einfach ein paar Inspirationen holen. Wenn es ein Rezept gibt, was ihr unbedingt wissen wollt oder wo ihr mehr darüber wissen wollt, dann könnt ihr das auch in den Kommentaren schreiben. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass ich das dann euch zukommen lassen könnte. Ich wünsche euch viel Freude, viel Inspiration mit diesem Video. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Bis bald, ihr Lieben. So, ein kleiner Überblick über einen feinen Vitalkost-Potluck. Nicht mehr 100% Rohkost, aber zu 95%. Ich gehe jetzt hier einfach mal drüber. Ich fange mal hier an. Ganz klassisch Möhrensticks. Dann haben wir hier was Feines von Fanny. Das ist ein Protein-Couscous auf Basis von Süßlupinensprossen. Ah, das habe ich. Sonst hat es immer mit so Couscous aus Blumenkohl. Das ist mal was ganz anderes jetzt. Ja, das ist was völlig anderes. Dann haben wir wieder richtige Rohkost, Gurke, Paprika, dann nochmal Paprika und Sellerie, dann Alfalfa-Sprossen. Dann gibt es hier auch was Schönes Buntes mit Tomaten. Das sind Tomatensalat mit gekalten Mohnbohnen und gekalten Sockenkernen und Lauchzwiebeln, Salz und Pfeffer. Und getrockneter Scoby-Pilz. Sehr interessant, bin ich mal gespannt. Hier ist ein einfacher grüner Salat mit Brokkolisprossen und Rucola und ein Mandel-Knoblauch-Dressing. Dann hiervon haben wir Rohkost-Frikadellen, bestehen so aus Nüssen, getrockneten Sonnenblumenkernen, Tomaten, Lauch und verschiedenen Kräutern. Dann haben wir hier auch noch Sprossen, sind glaube ich Rucola-Sprossen. Das ist auch was Spezielles. Also das ist Brokkoli, getrockneter Brokkoli mit Macadamia, Hanf und Pinkelnüssen. Also auch gedörrt einfach, ne? So genau. Getrocknet, gedörrt. Roher Brokkoli und gedörrter. Dann haben wir hier einen Apfel-Karottensalat, so ganz klassisch, und dann noch Paprika dazu. Und Grünkohlchips. Und Grünkohlchips. Was ist das für eine Marinade mit was? Mit ein bisschen Öl und Erdbeere. Hm.
Dann haben wir hier getrocknete Sonnenblumenkernsprossen und hier wieder den leckeren Senf-Erdnuss-Dip mit Schnittlauch und Kokoswasser. Genau. Hier haben wir was, das ist das, was gekocht ist. Das ist, genau, das ist ein Paprika, Kürbis, Kichererbsen, Chili. Mm, auch vegan, klingt gut. Dann haben wir ein Zwiebelbrot. Ja, Zwiebel, Knoblauch, Leinsamen. Jo. Und dann mit so einem Kürbiskernaufstrich. Kürbiskernaufstrich, genau. Und Sprossen. Und verschiedenen leckeren Sprossen. Ich glaube, was war in der Brokkoli dabei? Rettich, ne? Rettich, Alfalfa ist auch dabei. Und hier so ein eingelegter Pilz. Genau, der ist, das ist ein Schwefelpolling, der wurde gedünstet und dann fermentiert. Ah, und das schmeckt ja so ein bisschen wie, Hühnchen. Ja, im Englischen auch Chicken of the Woods. Dann haben wir hier auch noch Sprossen, Kohlrabi, Boxhornklee, Rettich und Kresse. Dann hier noch ganz viel Rohkost, Sellerie, rote Beete, Möhren und hier einen Rote Beete, Möhre, also so einen schönen Vitalkostsalat mit Wurzelgemüse. Gartenernte, also auch noch wirklich richtig gute Qualität. So, das ist erstmal hier so der herzhafte Teil. Hier ist der süße Teil. Fangen wir hier an, das sind Datteln. Das sind Rohkostnickers, genau. Rohkostnickers, also mit Erdnuss gefüllt. Erdnuss gefüllt, genau, mit Schokolade. Ah, ist auch so lecker. Das hat, glaube ich, mal. Du hast doch mal ein Video dazu gemacht. Der Ausbierwelt hat es erfunden. Du warst der Erste, der das erfunden hat, genau. Dann haben wir hier leckeren, rohköstlichen Apfelstrudel. Gleich 3 Stück. Der eine ist hier schon klein geschnitten. Und dann noch hier 2 Strudel. Dann haben wir auch noch Datteln mit mit Chia. Genau, Mohn, Datteln, ach, doch, Kakao. Ne. Also mit Chia-Datteln, das ist einfach nur Kakao. Eine Pekannuss, Macadamia drin, also einfach ein bisschen Nuss. Dann hier Brownies, Joachim. Ganz normal. Mandel, Dattel, Kakao. Ja. Ganz klassisch. Dann haben wir einen Kuchen, das ist vegan, aber gebacken, schätze ich. Ein ganz klassischer veganer Apfelkuchen. Und hier wunderbare Rohkostschokolade, weiße Schokolade. Und die ist dann mit Maracuja. Genau. Und dann noch dunklere Schokolade mit Karob machst du das aber. Ne? Genau. Auch mit Maracuja und Beeren, das sind Heidelbeeren. Heidelbeeren, genau. Dann haben wir noch getrocknete Bananen, Schokoknusper. Dann hier so eine Beerentorte von Fanny. Karotte, rote Beete ist das mit Apfel. Was haben wir hier noch? Schokofruchtleder. Und hier sieht ein bisschen aus mit Kokos, leckere Kokosbällchen. Da kann nur der Thomas was sagen, der gerade draußen ist. Aber sind das so wie Raffaello, so in die Richtung wieder? Nee, sind sie die noch nicht. Auf alle Fälle sage ich einfach, wir können ja später nochmal ein Video machen. Auf alle Fälle leckere Rohkostbällchen.